Welches Tablet ist das Richtige für mich? Bei der Anschaffung eines Tablets stellt sich immer die Frage, welches Tablet ist das Richtige für mich? Ich habe mir vor mehreren Jahren diese Frage auch gestellt und habe mir dabei drei Punkte überlegt, die mir persönlich wichtig waren. Hierbei stand für mich vor allen Dingen die Fragestellung, welche technischen Einsatzgebiete möchte ich mit dem Tablet abdecken, im Vordergrund. Außerdem war für mich die Akkulaufzeit ein wesentlicher Entscheidungsgrund, da ich mit Hilfe eines Tablets eine möglichst große Mobilität erreichen wollte. Nicht zuletzt spielte auch der Preis eine Rolle. Grundsätzlich kann man Tablets in fünf Preiskategorien einteilen: einfache Tablets bis 200 Euro, dann bis 400 Euro, 600, 800 oder über 800 Euro. Ich möchte zunächst einmal auf Smartphones eingehen. Die Smartphones der neueren Generation kann man heutzutage fast als kleine Brüder von Tablets bezeichnen. Wie meine ich diese Aussage? Smartphones sind heutzutage technisch so weit entwickelt, dass sie fast alles können wie Tablets. Besitzen Sie bereits ein Smartphone? Dann stellt sich zunächst die Frage, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Gerät? Ich hatte früher zwei verschiedene Android-Smartphones und habe für mich festgestellt, dass ich persönlich nicht hundertprozentig zufrieden war. Ich habe im Bekanntenkreis ein Android-Tablet getestet und dabei festgestellt, dass Dinge, die für mich wichtig waren, nicht funktionierten. So wollte ich zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation auf dem Tablet ändern. Das war vor circa 4 Jahren gar nicht möglich. Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass das ja nicht lebenswichtig ist. Ich arbeite nebenberuflich als EDV-Dozentin und setze bei einem Tablet voraus, dass solch eine Änderung für mich möglich sein muss. Nun hat jeder Nutzer einen anderen Ansatz. Wenn Sie mit dem bestehenden System Ihres Smartphones zufrieden sind, wäre es zu überlegen, ein Tablet mit dem gleichen Betriebssystem zu erwerben. Ein weiterer Aspekt war für mich, dass ich ein Tablet vielleicht auch einmal in einem EDV-Kurs einsetzen möchte. Solch ein Kurs läuft maximal 5 Zeitstunden. Ich habe also ganz bewusst auf die Akkulaufzeit geachtet. Mir ist klar, dass ich auch da wiederum spezielle Ansprüche habe. Generell würde ich sagen, bei der Entscheidungsfindung sollte man für sich selbst folgende Fragen beantworten: Möchte ich das Tablet nur zu Hause nutzen oder unterwegs auf Kurzstrecken, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit? Möchte ich es beruflich einsetzen, beziehungsweise sollte es wie in meinem Fall eine längere Akkulaufzeit mitbringen? Leider ist es häufig so, dass eine längere Akkulaufzeit den Preis natürlich hochzieht. Für mich spielt das Gewicht eine große Rolle, da ich das Tablet oft in der Hand halte, es herumreiche, beziehungsweise es zu EDV-Kursen, Fortbildungen oder ähnliches transportiere. Mein Microsoft Surface 3 Tablet wiegt 622 Gramm. Betrachtet man ansonsten den Markt der angebotenen Tablets, kann man zwischen sogenannten kleinen Tablet-PCs mit einer Bildschirmdiagonale von 12,7 bis 20,3 cm und großen Tablet-PCs mit einer Bildschirmdiagonale von 20,4 cm bis 29,4 cm unterscheiden. Wichtig dabei ist, dass die Tabletgröße immer in Zoll angegeben wird und immer von der Bildschirmdiagonalen ausgegangen wird. Die Umrechnung funktioniert folgendermaßen: 1 Zoll entspricht 2,54 cm. Das heißt, mein Tablet hat eine Größe von 10,8 Zoll und dementsprechend eine Bildschirmdiagonale von 27,43 cm. Tablets und Smartphones werden auch als mobile Endgeräte bzw. als Kulturzugangsgeräte bezeichnet. Die gängigen Tablets sind in der Regel WLAN-fähig. Es gibt aber auch schon Tablets, die mit einer SIM-Karte bestückt werden können. Sofern ein USB-Anschluss vorhanden ist, kann aber auch ein Surfstick benutzt werden. Am Anfang ist vielen noch nicht bewusst, welche neue spannenden Welten sich damit auftun. Ich würde daher dringend empfehlen, darauf zu achten, dass ein Surfstick angeschlossen werden kann. Nach den ganzen technischen Details kommen wir nun zu verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Tablets. Diese mobilen Endgeräte sind Telefon, Scanner, Musik-Videoplayer, Kamera, Terminkalender und Navigationsgerät in einem. Des Weiteren kann das Internet unabhängig vom Aufenthaltsort für Wetterdaten, Reiseinformationen, aktuelle Nachrichten sowie für E-Mail-Kommunikation genutzt werden. Es kann als mobiles Büro,
fungieren und selbstverständlich können auch diverse Spiele mit ihm gespielt werden. Nach diesen Anwendungsbereichen richtet sich auch die Größe des Arbeitsspeichers, die man dementsprechend auswählen sollte. Tablets können an die verschiedensten Geräte angeschlossen werden. Hierzu gehören Flachbildfernseher, Digitalkameras, USB-Sticks, Smartphones, Beamer und externe Festplatten. Beim MS Surface 3 sind zum Beispiel folgende Anschlüsse vorhanden: ein Standard USB 3.0 Port, ein Mini-Display Port, Micro-SD-Kartenleser, Micro-USB-Ladeanschluss, Headset-Buchse bzw. der sogenannte Cover-Anschluss. Für eine Verbindung zum Fernseher oder Beamer müsste ein Adapter oder ein Microsoft Wireless Display Adapter zusätzlich angeschafft werden. Bei den Tablets der anderen Betriebssysteme sieht es ähnlich aus. Gerade als Tablet-Neueinsteiger hat man gar keine Vorstellung davon, welche Größe der Arbeitsspeicher bzw. welche Größe der Festplattenspeicher besitzen sollte. Ich habe am Anfang bei meinem ersten Tablet nur einen Arbeitsspeicher von 2 GB gehabt. Im Vergleich dazu entsprechen diese 2 GB ca. einer halben DVD. Ich nutze mein Tablet aber auch zur Videoproduktion. Dabei ist in diesem Zusammenhang wichtig auch die sogenannte Festplattengröße. Es gibt Tablets mit einer Festplattengröße von 32 GB. Mein erstes Tablet hatte diese Größe. Mit zunehmendem Einsatz meines Tablets und zunehmenden Anwendungsgebieten war dieser Speicherplatz schnell erschöpft. Einige Anwendungen lassen sich auf eine separate SD-Karte installieren. Es muss aber trotzdem darauf geachtet werden, dass genügend Platz auf der Hauptfestplatte für eventuelle Updates verbleibt. Aufgrund meiner heutigen Erfahrung würde ich empfehlen, ein Gerät zu wählen, welches 4 GB Arbeitsspeicher und eine 64 GB Flash-Festplatte besitzt. Eine Videoproduktion, wie ich sie zum Beispiel erstelle, benötigt wie einige der modernen Spiele einen größeren Arbeitsspeicher und eine starke Rechnerleistung. Eine weitere Speichermöglichkeit besteht in der Nutzung von Online-Speicherdiensten. Diese sind auch unter dem Begriff Cloud bekannt. Bei meinem Windows-System benutze ich zum Beispiel den Online-Speicherplatz OneDrive für Daten. Zahlreiche Fotos habe ich ebenfalls auf Online-Speicherplätzen, wie zum Beispiel bei Picasa bzw. Flickr gespeichert und dort privat gestellt. Bei Android steht als Online-Speicherplatz Google Drive zur Verfügung. Für Apple ist mir kein hauseigener Online-Speicherplatz bekannt. Die Nutzer von iPads nutzen ebenfalls Google Drive. Das Speichern in der Cloud ist allerdings eine Geschmacksfrage und kann nur von jedem Einzelnen selbst beantwortet werden. Bei Tablets sind unzählige Arten der Texteingabe möglich. Einfache, preiswerte Tablets verfügen meist nur über eine sogenannte Bildschirmtastatur. Die kann auf unterschiedliche Art und Weise aufgebaut sein. Es gibt externe Bluetooth-Tastaturen, die man zusätzlich erwerben kann. Bei teureren Geräten sind sogenannte Cover-Tastaturen erhältlich. Unter einer Cover-Tastatur verstehe ich eine Tastatur, die angesteckt wird und im geschlossenen Zustand gleichzeitig das Display des Tablets schützen soll. Für das Surface zum Beispiel kostet solch eine Cover-Tastatur separat 119 Euro. Ferner sollte man sich im Vorfeld überlegen, ob eine Stifteingabe genutzt werden soll. Sind Tablets nicht von Hause aus mit einem Eingabestift versehen, wird es schwer, einen Stift zu finden, der mit dem Tablet zusammenarbeitet. Die Stifteingabe mit dem Originalstift funktioniert in der MS Surface-Familie sehr gut. Bei den Android-Systemen überzeugt das Samsung Note Tablet bei der Stifteingabe. Von iPads habe ich in Bezug auf eine Stifteingabe noch keine negativen Erfahrungen gehört. Eine andere Variante der Texterfassung ist die Spracheingabe. Mittlerweile sollen alle Tablet-Betriebssysteme eine recht genaue Spracheingabe besitzen. Cortana, die Spracheingabe von Microsoft Windows, lernt ständig dazu, sodass die Spracheingabe mit der Zeit immer genauer wird. Die Spracheingabe bei iPads, das sogenannte Siri, wird von den Nutzern gelobt. Google Now, die Spracherkennung von Android-Tablets,
hat sich in den letzten Jahren ebenfalls verbessert. Bei den mobilen Endgeräten taucht ein neuer Begriff auf, die sogenannten Apps. Darunter versteht man Anwendungsprogramme, kurz Anwendung oder Application. Der Begriff kommt aus dem Englischen Application Software, kurz App. Das bedeutet, für jede Anwendung, die man nutzen möchte, gibt es eine spezielle App. Wir werden später verschiedene Apps kennenlernen. Wir werden die verschiedenen Betriebssysteme, die verschiedenen Stores kennenlernen und exemplarisch einzelne Apps herunterladen und installieren. Diese Grafik zeigt die geschichtliche Entwicklung der Tablets. Erst 2010 kam das erste Tablet der Firma Apple, das iPad, auf den Markt. Die Vorgänger besaßen zwar schon eine Stifteingabe, können aber nicht mit den Eigenschaften und Funktionen der heutigen Tablets verglichen werden. Diese Grafik zeigt ziemlich schön die Anzahl der Apps in den einzelnen Stores für die verschiedenen Betriebssysteme. In den ersten Jahren stellte Apple die meisten Apps zur Verfügung. 2012 öffnete Android, ein Tochterunternehmen von Google, den sogenannten Quellcode. Des Weiteren wurden sogenannte App-Baukästen, zum Beispiel App Yourself, entwickelt. Mithilfe dieser App-Baukästen kann man innerhalb kürzester Zeit und ohne großartige Programmierkenntnisse eigene Apps erstellen. Das hat zur Folge, dass seit diesem Zeitpunkt die meisten Apps für Android verfügbar sind. Microsoft ist erst relativ spät in den Markt der mobilen Endgeräte eingestiegen und zeigt entsprechend die geringste Anzahl an Apps. Während Apple und Microsoft ihre Apps vor der Bereitstellung im Store überprüfen, führt Google erst seit 2015 eine Überprüfung der Apps durch. Ich möchte noch einen weiteren Unterschied bei den einzelnen Stores ansprechen. Für Windows-Tablets sind im Windows Store 68% kostenlose Apps vorhanden. 22% sind kostenpflichtige Apps und 10% kostenpflichtige Apps sind mit verfügbarer Testversion vorhanden. Eine Testversion zeichnet sich dadurch aus, dass entweder noch nicht alle Funktionen freigeschaltet sind oder Werbung bei der App-Nutzung mit eingespielt wird. Für Android-Geräte waren im Jahr 2015 ca. 70% der Apps kostenlos im Google Play Store erhältlich. Der Apple iTunes App Store beinhaltet insgesamt ca. 1 Million Apps. Davon sind nur ca. 80 verschiedene Apps kostenlos. Die Preise für die Apps liegen zwischen 99 Cent bis 15 Euro. Bei den kostenpflichtigen Apps im iTunes App Store ist zu bedenken, dass der Funktionsumfang durch Zahlungen in unterschiedlicher Größe erweitert werden kann. Der Grundpreis wird sich also noch weiter erhöhen. Nach Protesten von Verbraucherschützern ist Apple seit Anfang 2015 dazu übergegangen, dass man bei Nichtgefallen einer App diese zurückgeben kann. Dazu muss ein spezielles Formular ausgefüllt werden und innerhalb von 7 Werktagen wird das Geld rückerstattet.